Grüß Gott, wir sind die Grobers von der Genussmetzgerei Grober im schönen Oldental. Passend zur Jahreszeit machen wir heute einen Schweinsbraten mit Bärlauch und Spargel. Dazu braucht es einen Schweinekamm oder eine Schweinslende. Die wird von angeschnitten, mit Salz und Pfeffer gewürzt, dann mit Bärlauchfrischkäse gefüllt. Danach gibt man noch die roten Spargel und Bärlauchblätter dazu. Anschließend wird das Ganze zusammengerollt. Nachdem wir den Braten von außen auch noch ein bisschen gewürzt haben, den wir jetzt in der heißen Pfanne drinnen von allen Seiten schön scharf anbraten. Nachdem wir das Wurzelgemüse dazu, da haben wir einen geschnittenen Sellerie, Zwiebel und Karotten und das tun wir jetzt auch noch ein bisschen mit anbraten. Zum Anlöschen nehmen wir einen guten Schluck Weißwein und nachdem wir das Ganze mit der Brühe aufgießen und schieben es bei ca. 160 Grad für eine Stunde und 10 Minuten in den Ofen rein. In der Zwischenzeit tun wir die Sauce angießen und lassen sie für ca. 8 Minuten auf dem Herd inkochen. Falls es nötig ist, kann man sie dann noch mit ein bisschen Stärke binden. Schmecken lassen wir uns den Braten mit einem guten Blauburgunder von der Maraner Kellerei.